Viro trifft Jens Juneleit. Herr Juneleit, am 3. Oktober war die Uraufführung von Meta Neuer unter der Leitung von Daniel Barenboim. Nun wird Du Durand in Berlin erst aufgeführt. In Paris war die Uraufführung. Welches Werk wird Ihrer Meinung nach mit den Jahren vom Publikum mehr geliebt? Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke mal die Oper, weil da da stehen Menschen auf der Bühne, die miteinander kommunizieren, also gesanglich, ja, und man hat sofort eine Brücke dorthin. Natürlich beim Orchesterwerk hat man spielende Musiker, ja, aber das, also wenn man das jetzt vergleichen müsste, Orchesterwerk zu Oper, ist es schon ein bisschen abstrakter jetzt als so ein Orchester, also als eine Oper. Und ich meine, das ist Kaffeesatzleserei, was irgendwann mal in 100 Jahren passiert, das kann ich gar nicht sagen. Also ich würde mir wünschen, dass diese Werkgruppe, also die begonnen wurde mit der Oper und dann mit meinem Orchesterwerk Yeshmein, was Herr Barenboim hier im Konzerthaus vor 2 Wochen uraufgeführt hat, und dann dieses Du Durand, dass das in Erinnerung bleibt. Aber ich denke schon, dass das in Erinnerung bleibt. Weil es sind 3 Stücke, die, wie ich finde, eine ganz andere Herangehensweise hat an Musik, weil es geht nicht wirklich darum, irgendwelche Klänge neu zu erfinden, oder es geht auch nicht darum, jetzt die Musik als Musik weiterzubringen, sondern es geht darum, einen Versuch zu unternehmen, an die Gesetzmäßigkeiten von Musik zu gehen. Ja, was ist Musik? Ja, nicht wie klingt die Musik, sondern was tut die Musik, während sie klingt. Das Ensemble Modern spielt Ihre Komposition. Ist das zum ersten Mal oder ist noch weiter was geplant? Was steht als nächstes an? Als nächstes, also mit dem Ensemble Modern steht im Moment nichts an, aber die Tournee begann in Paris, dann sind wir in Luxemburg, Berlin und dann später in Frankfurt. Und die Signale, die ich vom Ensemble bekomme, ist, dass wir weiterhin verbunden bleiben. Ich meine, ich bin in recht kurzer Zeit sehr oft von denen gespielt worden. Also ich habe angefangen 2005 mit Les Tuileries in Dresden zur Eröffnung der zeitgenössischen Musiktage dort. Dann das Werf im Schauspiel Frankfurt 2006. Dann meine erste Kammeroper, Der Brand, beim Eklat Festival, auch mit Ensemble Modern. Und dann Piero bei der Biennale und bei der Oper Frankfurt. Und jetzt als Abschluss, man kann nicht sagen Abschluss, aber so als krönende Note für diesen Zyklus, jetzt noch ein Werk für Ensemble Modern Orchestra. Also wenn man zurückblickt, ist das schon eine echt tolle Erfahrung. Aber ich werde auch weiterhin mit diesen Leuten arbeiten wollen und werden. Sie sind ja auch andere Künstler, Sie malen ja auch. Ja. Gibt es dazu Bilder, die man jetzt sehen kann? Also ich hatte jetzt in der Nähe vom Hamburger Bahnhof eine größere Ausstellung von September bis Ende Oktober. Und diese Bilder werden nochmal in Frankfurt gezeigt werden. Und zwar Anfang Januar für 6 Wochen. Und es gibt? Da gibt es gleichzeitig eine Uraufführung von einer neuen Fassung von Das Lied von der Erde von Gustav Nahle, was ich bearbeitet habe für ein kleines Orchester von 30 Spielern. Und das erlebt am 9. Januar seine Uraufführung in Frankfurt, weil das wird inszeniert im Wochenheimer Depot. Und auch verräumlich gespielt, also das Orchester. Und zu der Zeit wird man auch diese Bilder, die hier auch schon in Berlin gezeigt worden sind. Das sind 9 Bilder, 2 Meter mal 3 Meter groß, also sehr großflächige Arbeiten. Und man wird die dann dort sehen können in der Zeit. Vielleicht nochmal zu den Komponisten, die auch ihre Werke dirigieren, wie Herr Elfhöß oder Herr Boulez. Sind das
auch Ihre Komponisten, die Sie vielleicht früher als Vorbilder gesehen haben? Also ich habe ganz viele Vorbilder sicherlich gehört. Pierre Boulez zu den wichtigsten Vorbildern. Aber auch Stockhausen und Nono müsste ich dann nennen, wenn ich über Boulez spreche. Das Tolle an Boulez ist, dass ich ihn wirklich gut persönlich kennengelernt habe und für mich ist er auch irgendwie ein Freund. Auch in der Freundschaft zu Daniel Barenboim ist das natürlich sehr einfach, da kommt man schnell zusammen, auch zusammen diesen Altersunterschied zu überbrücken. Daniel Barenboim ist vom Alter mehr jemand, der könnte mein Vater sein, und Boulez ist jemand, der mehr mein Großvater sein könnte. Nicht? Und da war das sehr einfach, dass durch Daniel Barenboim so die Brücke geschlagen wurde, aber ich hatte mit Pierre Boulez von Anhieb einen sehr guten Draht auch. Aber das Schöne ist, dass wir eigentlich sehr konträr sind. Also ich bin konträr zu dem, was Boulez macht, aber wir sind uns auch auf so vielen Ebenen, sagen wir mal, haben wir gleiche Interessen. Ja, weil mich interessiert am meisten an der Musik die Form, die Struktur. Und das ist ja auch eine Note, die also sehr verstärkt auch im Fokuspunkt von Pierre Boulez besteht. Also die Beschäftigung mit Form, ja, und Strukturen und welche Wirkung man erzielen kann, damit das Publikum auch diese neuen Strukturen auch hören kann. Also erst nicht rein nur klangliches Denken, sondern auch strukturelles Denken und dann auch strukturelles Hören.